Leute, hier bin ich wieder, euer Gizmo und willkommen zurück einer neuen Folge von Mass Effect 2, die Legendary Edition. Da muss ich hin. Das lassen wir die auch durch und nicht so wie vorhin. Und natürlich muss ich kämpfen, war doch klar. Fliegt jemand? Sie hat sich getarnt! Bei mir! Geh weg! Guten Tag. Das waren meine besten Leute. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Holla, die Weißen. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Mein Name ist Samara und ich diene dem Justicar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Ich bin Commander Shepard und ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Mission, Samara. Das ehrt mich, aber ich stecke mitten in einer Ermittlung. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten und Sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich Sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ja. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Können Sie mir mehr über Justicare erzählen? Wir sind Individuen, die Familie, Kindern und weltlichen Besitz abgeschworen haben. Von ein paar Waffen und Panzerung mal abgesehen. Wir durchreisen das Gebiet der Asari und machen geschehenes Unrecht wieder gut. Gemäß dem uralten Kodex, den wir alle auswendig gelernt haben.
Ilium wird zwar von Asari beherrscht, liegt aber nicht in ihrem Gebiet. Meine Feindin ist hierher geflohen. Ich habe geschworen, sie zur Strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen. Ein Justikar verlässt nur selten das Gebiet der Asari, aber ich muss meinen Schwur halten. Wenn das zu meinem Nachteil gerät, werde ich es akzeptieren. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney Four ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Okay. Nein, ich muss zurück auf mein Revier. Und Sie muss ich wohl mitnehmen. Was sage ich Ihnen das? Ich danke Ihnen, Shepard. Gut, das heißt, wir müssen wieder zu den Klornern. Da ist er, ja. Hallo, Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan. Ich bin nur ein Unschuldiger. Ach, herrje. Bitte nehmen Sie das weg. Ich werde auch kooperativ sein, das schwöre ich. Ich war böse. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Her damit. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Koyotas. Ich habe 5 Abtrainierpunkte bekommen. Oh Gott. So, wo muss ich jetzt hin? Bitte machen Sie keinen Ärger wegen meiner Gefangenen. Glauben Sie mir, wenn ich könnte, würde ich Sie sofort freilassen. Es ist eine große Ehre, eine Justikarin hier zu haben, aber ich kann sehr gut darauf verzichten, von ihr umgebracht zu werden. Ich würde Sie nur ungern töten, Detective. Dennoch werde ich es in dem Moment tun, in dem mein Kodex es mir gebietet. Der Kodex steht über allem. Sie sagt solche Sachen, als ginge es nur darum, was sie heute zu Abend isst. Wollen Sie sie nicht einsperren? Jeder Versuch, mich auch nur passiv einzuschränken, gilt als feindselige Handlung und führt zum sofortigen Angriff. Ja, das. Okay. So, wo müssen wir hin? Da hinten. Da konnten wir vorher nicht rein, jetzt geht's. Da war jemand und ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, oh Gott. Schrecklich!
Hier sind viele Gegner. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Oh, Scheiße! Wo ist eigentlich meine Heilung? Das war die Heilung, oder? Lassen wir. Neue Waffe. Entschuldigung. Gut, da wollen wir keine. Aber die schaut doch mal gut aus. Die kriegt jetzt jeder. Oh Gott. Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Wie auch immer, tun Sie einfach so, als würden Sie weiter. Ich gehöre nicht zu Ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Was läuft hier, das Ihnen nicht gefällt, Elnora? Ich dachte, wir fliegen durch die Galaxie und erledigen Bösewichte und so. Aber stattdessen verkaufen sie roten Sand und illegale Waffen. Sie haben sogar eine Ardat Yakshi hier weggeschmuggelt. Was bedeutet Ardat Yakshi? Das ist ein altes Asari-Wort für etwas. Ich hatte immer gedacht, das wäre reiner Aberglaube. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Ich dachte, sowas gäbe es gar nicht, aber die Chefin meinte, die furchterregende Dame sei genauso etwas. Welches Schiff wurde für den Schmuggel benutzt? Wow, ich habe keine Ahnung. Das war vor ein paar Tagen und ich bin neu hier. Sie haben mir gar nichts gesagt. Welches Schiff wurde für den Schmuggel benutzt? Wow, ich habe keine Ahnung. Das war vor ein paar Tagen und ich bin neu hier. Sie haben mir gar nichts gesagt. Hauen Sie ab, Elnora. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, werde ich Sie finden. Ja, Sir. Okay, ich gehe. Danke sehr. Das nehme ich mit. Genau. Dieser. Sie haben uns gesehen. Okay.
direkt auf den Arsch, Alter. Das ist ein Gift, Junge. Ich hab sie. Na, da habe ich noch ein Terminal zum Hacken. Sehr schön. Entschuldigung. Noch eins. Oh, das war ein anderes. Okay. Wir wurden entdeckt. Schlagschuss. Da gibt's Vergiftung. Warum schießt ihr immer auf diese Scheißdreck? Nee, da können wir ja nicht, aber das können wir nicht, ne? Obwohl ich glaube, ich habe genug Muni, wie es ausschaut. Eine, du! Gut. Da in die Fresse, aber da. Ich werfe sie um. Mach das. Ich komme von hinten. Oder so. Du Sau? Ja, direkt auf den Arsch. Hat sich damit seinen Arsch hat. Ich habe gesagt, ich komme von hinten.
Meine Energiezelle. Jäger! Oh Gott. Warum habe ich keine Heilung, oder? Wo ist meine Heilung? Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Bitney 4 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Danach sucht die Asari zwar gar nicht, aber es entlarvt den Volus als Verbrecher. Gut, ja. Detective Inaya sollte das sehen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe. Denn sie stehen vor dem mächtigsten Biotiker aller Zeiten. Ja. Es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Bitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Bitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Ja, tut mir leid. Das war bisher kein Thema, glaube ich. Seinem Volk ist Geld wichtiger als der Clan. Pah. Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten.
Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Er ist nicht in der Verfassung für einen Kampf. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Wasea wird Sie in Stücke reißen. Machen Sie ein Nickerchen, dann fühlen Sie sich gleich besser. Sind Sie verrückt? Nichts kann mich aufhalten. Der Genuss Ihres biotisch angereicht. Aber gewaltiger Sturm. Biotischer Gott. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin so müde. Sie haben vielleicht recht. Ja, ich bin müde. Ich werde ein Nickerchen machen und das Universum später zerstören. Schön. Läuft gut. Dann mal los hier. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von hier weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Warum so böse? Schlagschuss! Ja. Das muss das Schiff sein, das Samara sucht. Wollen Sie sich umsehen oder zurückgehen? Wir haben Zeit. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht gibt's da noch was. Gibt's aber nichts mehr. Ah, hier. Danke. So. Dann gehen wir mal zurück. Zurück zum Hauptplatz des Raumhafens? Dann los.
Ich weiß nicht, was sie mir verabreicht haben. Aber ich dachte, ich wäre... Danke, dass Sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis Sie Ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem, nur so aus Neugier, als Sie da rumgestöbert haben, sind Ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich Ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für Sie lohnen würde. Wenn Sie sie dem Detective geben, bekommen Sie nur einen warmen Händedruck. Ja. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten, also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben, und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Eclipse hat eine Adadjakshi von ihr weggebracht. In Wahrheit sind sie hinter ihr her, stimmt's? Sie erstaunen mich immer wieder. Ja, ich habe die Spur der Adadjakshi verfolgt. Sie ist eine gefährliche Verbrecherin und ich werde sie ihrer gerechten Strafe zuführen. Natürlich erst, wenn ihre Mission erfüllt ist. Die Normandie liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe sie an Bord. Ich muss auf sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justikars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich habe Ihnen gern geholfen, Detective. Sie haben hier unten wirklich keinen leichten Job. Das können Sie laut sagen. Aber Sie und Samara gehen weitaus größere Risiken ein. Das wird mir erspart bleiben. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Ich kann beweisen, dass Pitney Four roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Ich werde jetzt gehen. Leben Sie wohl. Sie sollten die Justikarin schätzen. Ich habe noch nie gehört, dass eine von denen mit einem Menschen zusammenarbeitet. Ich sitze immer noch fest. Was ist los? Ja. Ich bin bereit zur Abreise, wann immer Sie soweit sind. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Dann los. Wir haben es geschafft. Willkommen.
Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir Sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Ich auch. Denn ich muss da ja wieder runter. Bevor ich irgendwas weitermache, hau ich mich ja wieder runter. Grüß euch. Nein. Es gibt nichts Absoluteres als den Schwur einer Asari-Justikarin. Es war richtig, Samara auf unsere Seite zu ziehen. Ich finde Quarianer überaus faszinierend, aber sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Ich habe sie nicht wegen ihres Aussehens rekrutiert. Die Normandy hat doch schon sie, Kelly. Oh, Shepard. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, sie besser kennenzulernen. Warum essen wir nicht zusammen in meiner Kabine? Dabei könnten wir unsere Unterhaltung fortsetzen. Das klingt wunderbar. Ich hatte darauf gehofft, mit Ihnen privat ein bisschen Zeit verbringen zu können. Uiuiui. Gehen Sie vor. Das nehmen wir doch gleich mal mit hier in die Folge noch. Meine Güte, so lang bin ich seit meiner College-Zeit nicht mehr wach. Es war ein wunderbarer Abend. Danke, Shepard. Was heißt die Abtrünnige? Ich habe das Aquarium in Ihrer Kabine gesehen. Wenn Sie möchten, füttere ich in Ihrer Abwesenheit die Fische. Ja, ja. Das wäre sehr nett, Kelly. Ich hab doch keine... Aber gerne doch. Papa. Wie auch immer. Was gibt's? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Naja. Ich gehe besser. Okay, vielleicht. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich muss ja wieder runter. So, nehmen wir sie doch gleich mal mit. Und so, ich würde sagen, Crack nehmen wir mal mit. Entschuldigen Sie, meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thax hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thax hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thax wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Hoffentlich. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Ich finde kaum Informationen über Thane Krios. Er ist aus verständlichen Gründen schwer zu finden. Commander, welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Nee. Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander. Alien News möchte nun eine Erläuterung zu unserem Sonderbericht über den berüchtigten Auftragsmörder Thane Krios abgeben. Alien News hat Thane Krios legendäre Fähigkeiten seiner Drell-Abstammung zugeschrieben. Damit war keinesfalls eine Beleidigung der Drell-Gemeinschaft beabsichtigt. Das Gefängnis im Purgatory wurde nicht unterbrochen. Ja, den wir auch beim nächsten Mal suchen werden, Leute. Hallo, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.